AfD-Fraktion hat vor 4 Jahren mit einer großen Anfrage eine breite gesellschaftliche Diskussion über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in Gang gesetzt. Leider haben die Ampelfraktionen daraus die falsche Schlussfolgerung gezogen und statt einer Abschaffung der Straßenausbaubeiträge die flächendeckende Einführung der wiederkehrenden Beiträge beschlossen. Wir haben damals schon gewarnt, dass das keine Entlastung, sondern eine zusätzliche Belastung der Bürger darstellt. Nun haben wir eine neue große Anfrage gestellt und von der Landesregierung beantwortet bekommen, die genau das bestätigt. Durch die flächendeckende Einführung der wiederkehrenden Beiträge steigen die Kosten der Bürger deutlich und es gibt keine Entlastung, sondern eine zusätzliche Belastung. Als AfD-Fraktion fühlen wir uns in unserer Auffassung bestätigt. Straßenausbaubeiträge sind ungerecht, ineffizient und rechtsunsicher und stellen eine unangemessene Belastung der Bürger dar. In der aktuellen Situation explodieren die Preise für Gas und Strom und steigen die Lebensmittelkosten deutlich an, was viele Haushalte sehr stark belastet. Hier muss es unser Ziel als verantwortungsvolle Politiker sein, unsere Bürger spürbar zu entlasten und nicht weiter zu belasten. Wir stellen daher unsere Ergebnisse zur Diskussion im Landtag und stellen erneut fest, Straßenausbaubeiträge sind ungerecht, ineffizient, rechtsunsicher und eine unangemessene Belastung der Bürger, wiederkehrende Straßenausbaubeiträge noch einmal mehr als einmalige. Wir möchten unsere Bürger entlasten und werden uns weiterhin einsetzen für eine vollständige Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.